Hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Denn heute gibt es endlich mal wieder die 5 Minuten Raw Challenge. Lange habt ihr drauf gewartet. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Ihr habt mir viele Zusendungen gebracht von euren Raw-Bildern. Und ein paar möchte ich jetzt wieder bearbeiten. Genauer gesagt 2 Stück und jeweils mit 5 Minuten Zeit. Lasst uns direkt starten. Los geht's. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an Daniel und Michael, die mir jetzt die beiden Bilder hier zur Verfügung gestellt haben, die wir heute bearbeiten werden. Das Bild hier ist von Daniel, das Bild hier ist von Michael. Beides sehr, sehr coole Bilder, wie ich finde, und extrem spannend zu bearbeiten. Ich habe so ein Grundkonzept irgendwie schon im Kopf, aber wir werden jetzt gleich mal gucken, wie das Ganze dann letztendlich aussehen wird. Denn ich habe diese Bilder, wie gesagt, jetzt auch gerade das erste Mal gesehen. Ich habe sie noch nicht bearbeitet vorher und dementsprechend wird das jetzt alles komplett Freestyle, wie immer in der 5 Minuten Raw Challenge. Also lasst uns die ersten 5 Minuten auf die Uhr packen und ich würde sagen, los geht's. So, fangen wir hier mal bei dem Bild von Daniel an. Ich würde als erstes so ein bisschen die Tiefen aufhellen, damit wir hier noch so ein bisschen mehr Details reinbekommen. Ansonsten gefällt mir das von der Belichtung her schon sehr gut. So ein ganz bisschen nehme ich die Lichter hier noch raus, aber da werde ich gar nicht viel machen. Dann werde ich als nächstes mal gucken, ob ich hier von der Temperatur noch ein bisschen wärmer gehe. Mir gefällt es nämlich immer ganz gut, wenn man so einen wärmeren Ton noch im Bild hat, gerade jetzt hier bei solchen Bildern, wo im Hintergrund noch die Sonne zu sehen ist. Da werde ich auf jeden Fall mal hier in die HSL-Palette reingehen und den Farbton von den Grünwerten so ein bisschen anpassen, nämlich Richtung Gelb, und das Ganze mal so ein bisschen mehr Richtung Herbst bringen. Ja, so gefällt mir dieses Grün schon wesentlich besser, wenn es so ein Grün-Gelb ist. Mag ich persönlich einfach mehr. Und dann werde ich mal als nächstes hier direkt eine Vignette erstellen. Das bedeutet, ich nehme hier den Radialfilter. Zähle den einfach mal auf und werde ihn jetzt als erstes mal hier über die Person drüber legen. Natürlich ist hier sind die Einstellungen hier noch komplett falsch, deswegen einfach mit gedrückter Alt-Taste hier einmal komplett auf Zurücksetzen packen. Die Maske werde ich nicht umkehren und dann wird nämlich alles, was außen um den Kreis herum ist, um den Radialfilter herum, das wird jetzt beeinflusst. Und ich möchte hier einfach mal die Belichtung so ein bisschen runternehmen und außen herum alles ein bisschen dunkler machen. Sehr schön. Dann werde ich hier auf Fertig klicken und einen zweiten Radialfilter erstellen, nämlich diesmal wird das Ganze für die Person innen drin sein. Das wird noch ein bisschen größer gemacht hier. Perfekt. So und so. Ich werde den hier auch wieder zurücksetzen mit gedrückter Alt-Taste und diesmal die Belichtung ein bisschen nach oben ziehen, weil ich die Person selber natürlich ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken möchte. Und dementsprechend wird das Ganze jetzt hier noch ein bisschen heller gemacht. Sehr gut. Das noch ein Stück größer ziehen hier. So mag ich das schon sehr doll. Was mich jetzt hier so ein bisschen stört, ist das hier im Bildvordergrund. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Wahrscheinlich irgendein Spielzeug für den Hund. Ich werde mal probieren, das Ganze hier rauszunehmen. Ich werde jetzt hier einfach mal den Bereichsreparaturpinsel nehmen und einfach mal probieren, hier drüber zu fahren. Mal gucken, ob das funktioniert. Nein, das funktioniert überhaupt nicht. Dementsprechend nehme ich das hier wieder weg. Und werde das Ganze jetzt, da ich nur Lightroom besitze und nur Lightroom nutzen darf, werde ich das Ganze jetzt hier einfach so ein bisschen rauskroppen. Werde also den Schnitt einfach ein bisschen enger machen und dann auch mich ein bisschen mehr auf die Person noch konzentrieren. Und dann haben wir dieses störende Vordergrundelement hier nicht mehr mit drin. Super, dann werde ich mal als nächstes das Bild noch schärfen. Dafür gehe ich auf 100% ran und werde jetzt hier ungefähr einen Betrag von 80 bis 90 wählen. Das Ganze wieder ein bisschen ausmaskieren mit gedrückter Alt-Taste, damit wir hier wirklich nur die Kanten schärfen. Und die Profilkorrekturen werde ich noch aktivieren. Die chromatischen Aberrationen entferne ich. Das ist immer so Standard. Eine kleine Vignette gebe ich noch mal im Nachhinein noch mit dazu. Super. Und jetzt gucke ich mal hier noch mal in die Kamerakalibrierung rein, ob ich hier noch ein bisschen was am Look machen kann. Jetzt hier einfach mal die Blauwerte so ein bisschen ins Negative ziehen. Dafür die grünen Werte auch so ein bisschen noch und die Rottöne so ein bisschen mehr ins Positive. Und dann kriegen wir hier so einen richtig coolen Farblook noch hin. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann gehe ich auch noch mal ein bisschen weiter nach oben die Gradationskurve und werde jetzt hier so ein bisschen so einen Matt-Effekt noch mit dazu packen. Jawohl. Hier so eine kleine S-Kurve bauen. Und wer den Matt-Effekt noch nicht kennt, dazu gibt es einen Video-Tutorial auf meinem YouTube-Kanal. Da kannst du da einfach mal reinschauen.
und dir genau nochmal erklären, was das Ganze ist. Ein bisschen Sättigung nehme ich raus, weil mir das jetzt doch ein bisschen viel geworden ist hier mit der Gradationskurve. Also ungefähr die Sättigung hier auf minus 10 stellen. Und dann sieht das Ganze doch schon sehr, sehr gut aus. Den Himmel hier oben, den will ich noch ein bisschen abdunkeln, weil der noch ein bisschen zu hell ist für mich. Da drücke ich einmal die Shift-Taste dabei, ziehe also einen geraden Verlauf nach unten und mache jetzt hier die Belichtung einfach noch ein bisschen niedriger, so, ja, so ungefähr minus 1. Dann ist das Ganze hier noch ein bisschen dunkler. Gefällt mir so schon ganz gut. Und ich denke, dass ich so mit dem Ergebnis schon recht zufrieden bin. Wir machen jetzt hier nochmal eine Vorher-Nachher-Ansicht. Ich habe eigentlich noch 30 Sekunden, aber gefällt mir so schon ganz gut. So sah das Bild vorher aus und so sieht es jetzt aus mit dem Look. Und ja, ich bin eigentlich zufrieden damit. Natürlich gibt es noch ein paar Optimierungen, die man in Photoshop noch machen könnte. Vielleicht werde ich hier noch die Lichter ein bisschen rausnehmen. Ja, jetzt bin ich zufriedener mit dem Ergebnis. Und jetzt haben wir noch 10 Sekunden und ich würde sagen, das erste Bild ist fertig. Vorher, nachher. Perfekt. So, gehen wir gleich weiter zum zweiten Foto. Das ist jetzt von dem Michael. Finde ich auch ein sehr spannendes Foto, weil das ein Studioporträt ist. Hatten wir bisher, glaube ich, in der Foto-Raw-Challenge, in der 5-Minuten-Raw-Challenge hier noch nicht. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze am Ende wirken wird. Ich habe jetzt mal so den ersten Eindruck, dass das ein Schwarz-Weiß-Bild werden könnte. Ich gucke jetzt einfach mal in der Bearbeitung, was daraus wird. Ich packe wieder 5 Minuten auf die Uhr und sage, los geht's. So, wie gesagt, Schwarz-Weiß habe ich so im Kopf und ich werde das Ganze jetzt einfach mal hier direkt auf Schwarz-Weiß stellen. Ja, und ich finde, das sieht schon eigentlich ziemlich cool aus so. Vielleicht werde ich die Belichtung ein bisschen anheben. Dafür die Lichter wieder ein bisschen runter, damit wir da keine Details verlieren. Die Tiefen auch so ein ganz bisschen anheben. Und insgesamt den Kontrast noch ein bisschen verstärken. Ich finde es echt cool, dass man hier das Gesicht kaum sieht. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war. Ich denke mal fast schon. Dementsprechend werde ich jetzt hier das Gesicht noch ein bisschen dunkler machen. Indem ich hier einfach den Korrekturpinsel nehme, einfach die Belichtung noch ein bisschen runterziehe und dann das Gesicht wirklich komplett ausblende. Denn ich vermute mal, dass das Konzept dahinter war. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Aber ich finde es vom Konzept her eigentlich ganz cool, dass das im Prinzip jeder sein könnte. Ich werde die Weißwerte noch ein Stück anheben, bis die hier wirklich im Histogramm die rechte Seite berühren oder fast berühren. Einfach um noch ein bisschen Kontrast aufzubauen. Ein Stück mehr kann es noch sein. Also ungefähr plus 40, das gefällt mir schon ganz gut. Ich werde auch hier wieder so leicht die Schwarzwerte anheben und dafür die Schatten wieder so ein bisschen abdunkeln. Sehr gut. Und auch hier kommt wieder so ein leichter Matt-Effekt drüber. Du siehst schon, ich bin da extremer Fan von in letzter Zeit. Die Lichter werde ich noch ein Stück runtersetzen, einfach damit ich ein paar mehr Details noch hier in den Haaren drin habe. Und ich glaube, wir gucken mal, was passiert, wenn wir hier noch so ein bisschen Klarheit reinhauen. Also ungefähr plus 20. Ja, wobei, plus 10 sollte ausreichen. Ja. Das gefällt mir so schon ganz gut. Dann werden wir natürlich auch hier das Foto wieder schärfen. Dafür gehe ich auch in die 100%-Ansicht. Werde hier wieder den Betrag von 90 ungefähr auswählen. Bei Studiofotografie ist es immer sehr, sehr einfach, das ganze Bild zu schärfen, weil wir da natürlich mit sehr niedrigen ISO-Zahlen arbeiten. Also hier das Foto hat eine ISO von 200 und dann können wir das Ganze hier noch maskieren. Dadurch hat man einfach relativ wenig Rauschen im Foto. Auch hier die Profilkorrekturen werde ich aktivieren, chromatische Aberration werde ich noch entfernen. Eine kleine Vignette gibt es noch um das Bild herum, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen. Und ein bisschen Dunst entfernen kommt auch noch mit dazu, einfach um den Kontrast noch so ein bisschen weiter zu steigern. Nicht zu viel. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich ein bisschen die Belichtung nochmal anhebe. Auf ungefähr 0,7. Und ich denke, so gefällt mir das schon ganz gut. Ich glaube sogar, dass ich dem Bild so ein bisschen extra Körnung noch mit dazu gebe, einfach weil das hier, finde ich, bei dem Bild ganz gut passt. War das egal. Deswegen kommt hier noch so ein bisschen Körnung mit ins Spiel. Ich denke mal so ungefähr 30. Ist ganz cool. Jetzt werden sich natürlich wieder viele fragen. Ja, ich erzähle immer, man braucht eine optimale Bildqualität und so weiter. Aber gerade bei diesem Foto, finde ich, passt es irgendwie echt gut, dass man da so ein bisschen noch dieses Körnige mit drin hat, einfach um... Das hat einfach eine gewisse Wirkung. Ich kann das gerade gar nicht so richtig beschreiben, aber ich finde es in dem Moment richtig cool. Ich mache jetzt mal eine kurze Vorher-Nachher-Ansicht. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus.
ja, hat sich gar nicht so viel getan. Es ist halt schwarz-weiß geworden. So ein bisschen Kontrastanpassung haben wir gemacht. Ich werde jetzt die Tiefen noch so ein bisschen aufhellen hier. Ja, plus 40. Ja, gefällt mir besser. Und ich würde sagen, obwohl ich jetzt auch hier wieder noch ein bisschen Zeit übrig habe, lassen wir es einfach so, weil ich einfach finde, dass das schon ein ganz cooles Ergebnis ist. Also jetzt hier nochmal die Vorher-Nachher-Ansicht. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Ich hoffe, es gefällt euch und ich konnte euch so ein bisschen inspirieren. Ihr könnt natürlich auch weiterhin eure Fotos einschicken und es würde mich sehr freuen, wenn wir da weitere Folgen drehen können mit der 5-Minuten-Raw-Challenge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt unten in die Kommentare kommentieren, wenn ihr was anders gemacht hättet. Es gibt ja jeder hat ja so seinen eigenen Stil und von daher bin ich da sehr gespannt auf eure Meinung. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.